Der Dortmunder Flughafen ist der drittgrößte Nordrhein-Westfalens. Knapp 2 Millionen Passagiere jährlich. Verglichen mit Düsseldorf ist das beschaulich. Exklusiv im Privatjet fliegen, zum ersten Mal in der Flugschule abheben oder per Charter- oder Linienflug verreisen. Dortmunds Airport ist klein und familiär, aber vielseitig. Uhr. In einer Stunde beginnt die morgendliche Rush-Hour mit Flügen Richtung Mittel- und Osteuropa. Bei den Low-Cost-Carriern haben wir nur ca. 25 bis 30 Minuten Zeit, weil die so viele Destinationen oder Umläufe am Tag fliegen müssen, wie es möglich ist. Und deswegen heißt das für uns gleich innerhalb von 25 Minuten, die Passagiere müssen komplett raus, das Gepäck muss komplett raus, das neue Gepäck muss komplett wieder rein, die Passagiere alle komplett wieder rein. Das ist eine Herausforderung. Dieter, wie sieht's aus? Schwergepäck, alles in Ordnung? Ja, ist alles gut. Okay, alles klar, gut. Die Koffer kommen ja auf einem Zentralband an und werden von den Mitarbeitern im Augenblick ins 3 sortiert. Das heißt, ich schaue einmal nach, ob die Texte in Ordnung sind, ob wir genug Gepäckanhänger zur Verfügung haben und ob irgendwelche Störungen vorliegen. Und im Augenblick sieht es gut aus, es läuft. 1500 Menschen arbeiten rund um den Flughafen im östlichen Ruhrgebiet. Das ist ganz witzig. An meinem jetzigen Arbeitsplatz im Dortmunder Flughafen brauche ich nur einmal Richtung Norden gucken. Und dann sehen wir da hinten den alten Förderturm in Cham. Das war mein alter Arbeitsplatz, da habe ich gearbeitet, den kann ich mir nur täglich angucken. Mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet hat Jörg Tölke seine Chance am Dortmunder Flughafen genutzt. Ich habe mich auch im Bergbau hochgearbeitet, von ganz normal bis zu einer führenden Position, hatte auch einen tollen Job inne. Aber leider ist es ja so gekommen, dass der Bergbau in Deutschland nicht mehr erwünscht war oder dass die Kohle überhaupt in Deutschland nicht mehr erwünscht war. Und da muss man sich natürlich anders umsehen. Ich war da gerade 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und da bin ich zum Airport gekommen. Natürlich was ganz anderes, einmal von ganz unten nach ganz oben. Und ich habe nichts bereut, ich bin super glücklich, hier angekommen zu sein und mache meinen Job gerne. Vor 2 Jahren wurde bei der Feuerwehr jemand gesucht, der sich auch um die Flughafenbienen kümmert. Eine Aufgabe für Holger Hering. Ich bin jetzt 25 Jahre Feuerwehrmann. Andere Fahrzeuge, andere Taktik, andere Technik. Einfach mal ein anderes Spektrum aufzumachen. Deshalb bin ich zum Flughafen gewechselt. Ich finde es immer noch interessant, wenn es abhebt und wenn es landet. Kein Alltag für mich. Was als Familienhobby begann, ist jetzt Teil von Holger Herings Arbeit bei der Feuerwehr. Und für mich war halt so dieser Aspekt, dass man draußen in der Natur arbeitet und seine Ruhe hat. Ne? Wenn ich bei meinem Bienenstand bin, bin ich nicht erreichbar, dann bin ich bei den Bienen. Die Bienen fungieren als eine Art biologische Polizei. Der Grund? Anhand der Qualität des Honigs lassen sich Rückschlüsse auf die Umweltbelastung des Flughafengeländes ziehen. Das Resultat ist einwandfrei. Keine nachweisbare Schadstoffbelastung. Das sind 3 Völker. Pro Volk schätzen wir mal im Sommer 50.000 Bienen, die am Tag mehrfach alle ausfliegen. Von der Seite haben wir einen wesentlich höheren Flugbetrieb als der Flughafen. Bei den Billigfluglinien herrscht hier morgens 2 Stunden lang Hochbetrieb. Für den kleinen Flughafen ist dies die verkehrsreichste Zeit. Riga, Budapest oder Sofia. Die meisten Ziele liegen im Osten. Good morning. Counter 9, please. Guten Morgen. Sie können direkt durchgehen in den Sicherheitsbereich. Gate 11. Auch immer mehr Geschäftsreisende, rund 40% der Passagiere, nutzen die günstigen Preise der sogenannten Low-Cost-Carrier. Das meiste sind so Pass-Visa-Bestimmungen, denn dafür sind wir verantwortlich, dass wir da genau drauf schauen, kann der Passagier in das andere Land einreisen. Manchmal auch Diskussionen mit Handgepäck schon mal.
In Dortmund sorgen expandierende Billig-Airlines für Zuwachs. Vor allem bei den Zielen in Osteuropa. Und der Dortmunder Flughafen muss weiter wachsen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Denn noch steht ein Millionenminus in der Jahresbilanz. Und das entspricht nicht den Leitlinien der EU-Politik. Ich sehe unsere Zukunft in der nordrhein-westfälischen Flughafenlandschaft auf dem Weg in das nächste Jahrzehnt so, dass wir unsere Kapazitäten voll ausgeschöpft haben werden. Das heißt, von heute rund 2 Millionen Passagieren auf 3,5 Millionen Passagiere wachsen. Wir brauchen eine verlängerte Start- und Landebahn, um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können. Und ich möchte auch gerne unsere Betriebszeiten, die im Moment noch die kürzesten aller internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland sind, bis 23 Uhr ausdehnen. Laut EU-Bestimmungen muss der Flughafen bis Ende 2023 profitabel sein. Ab dann dürfen keine Betriebsbeihilfen aus öffentlichen Mitteln mehr gezahlt werden. Ich darf bei all dem nie vergessen, das Fliegen als ein Menschheitstraum, der mittlerweile als so alltäglich und normal wahrgenommen wird, hier jeden Tag neu erfüllt wird. Und das löst viel Leidenschaft und Begeisterung aus. Vom Flughafen. Diese Stelle ist bei Westwind sehr gut geeignet, weil die Maschinen dann aus Osten immer gegen den Wind landen. Hier steht man sehr ruhig, man steht im Grün, man braucht nicht zwingend eine Leiter, weil der Zaun hier etwas niedriger ist als die Wiese, wo wir stehen, sodass man hier sehr entspannt ohne viel Equipment die Fotos machen kann. Also im Moment stehen wir zu einer sehr guten Zeit, weil wir gerade 7 Maschinen innerhalb von einer halben Stunde haben. Die nächste Maschine ist in wenigen Kilometern Entfernung im Anflug. Von Beruf ist er Industriefachwirt, aber Planespotting ist fast zur Lebensaufgabe geworden. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Also das ist einfach faszinierend. Die Welt der Fliegerei ist sehr schnelllebig. Also das, was ich heute nicht fotografiere, kann morgen schon nicht mehr da sein. Sei es, dass die Maschinen unter den Airlines getauscht werden, die Lackierung von heute auf morgen verschwunden ist. Also man darf nichts auf die lange Bank schieben, wenn man wirklich alles haben möchte. Auf dem kleinen Dortmunder Flughafen ist nicht so viel Platz. Die Jets müssen daher rückwärts vor dem Terminalgebäude eingeparkt werden. Wir haben jetzt einen besonderen Fall auf der Belgrad-Maschine. Die Maschine, die aus Belgrad kommt, haben wir einen Notfall drauf, einen Kranken oder einen Passagier, dem übel geworden ist. Ich weiß es nicht genau. Und deshalb sind die Rettungskräfte sofort vor Ort und die werden das jetzt als erstes erstmal regeln. Die Leute sind da so geschult, die wissen genau, wie was passiert. Und das ist also kein Problem. Das ist auch Routine, auch wenn es unangenehm ist. Johnny, was ist passiert? Gerade war eine Praxis auf dem Flugzeug, hat eine Health-Probleme gehabt. Ja. Alles war soweit in Ordnung, ne? Jetzt geht's zum Krankenhaus. Also nichts Schwerwiegendes, nicht alles gut. Okay, super. Ich danke dir. Ciao. Die Flughafenfeuerwehr ist für die Erstversorgung der Patienten zuständig. Dann übernimmt der städtische Rettungsdienst. Kleiner Flughafen, phasenweise eher ruhig. Aber genau das sind beste Voraussetzungen für die Dortmunder Flugschule. Der heutige Schulungsflug ist eine Premiere. Zum ersten Mal steuert die Flugschülerin eine Cessna 172. Zuvor flog sie nur mit kleineren Flugzeugen. Das ist aber schon um einiges größer, ja? Ja, die ist größer. Kommst du nicht mehr dran? Nee, da komme ich nicht mehr dran. So, dann hier an der Fläche, kennst du mit der Schraube. Genau. Einmal gucken, ob die sich auch bewegt. Ja. Kannst du selbst auch mal gucken. Genau. Und wenn du das machst, immer mit einer Hand hier hoch, weil das tut weh, wenn die runterkommen. Ich freue mich drauf. Klar, ein paar Schmetterlinge habe ich jetzt im Bauch, aber dadurch, dass es nicht das erste Mal ist, bin ich da eigentlich relativ ruhig. Ich werde jetzt zu Anfang erst mal schauen, wie reagiert die Maschine. Und irgendwann hat man es dann drin, nach ein paar Landungen.
Zur Erlangung der Privatpilotenlizenz muss ein Flugschüler mindestens 45 praktische Flugstunden absolvieren. Wichtig ist auf jeden Fall die Motivation. Wer jetzt sagt, ja, ich gucke mir das mal an, probiere das mal, das bringt meistens nicht ganz so viel. Also man muss schon wirklich sagen, ich will das jetzt machen und man muss sich da auch wirklich reinsetzen. Also es ist doch wesentlich anspruchsvoller als so ein Führerschein. Wir beschleunigen und wenn wir 55 Knoten haben, fangen wir an, die Nase anzuheben. Und danach gehen wir über in den Steigflug und den machen wir dann mit ungefähr 70 Knoten. Delta Kilo Delta verlassen die Kontrollzone über Whisky. Rechtskurve genehmigt, Piste 2-4 startfrei. Nase hoch. Birgit Laidlaw-Winkelmann erfüllt sich ihren Traum vom Fliegen. Und so funktioniert's. Über den gewölbten Tragflächen ist die Geschwindigkeit der Luft höher, der Druck jedoch geringer als an der Unterseite. So entsteht Auftrieb und die Maschine wird nach oben gesogen. Schülerinnen und Lehrer fliegen Richtung Carmen. Beim Boarding wird es manchmal knapp. Viele Passagiere checken schon ein, bevor sie am Flughafen sind. Entweder zu Hause am Computer oder unterwegs per Smartphone. Die Fluggesellschaften sparen so Personal und Geld. Doch das birgt Risiken. Das liegt daran, dass die Passagiere aufgrund dessen, dass die nur Online-Check-In machen, generell sehr, sehr spät mittlerweile zum Flughafen kommen. Also wir haben auch schon beobachtet, dass wirklich welche eine halbe Stunde vor Abflug, wo ja Boardingzeit ist, erst hier ankommen. Und das ist natürlich sehr, sehr knapp. Nach Sofia? Nein? Okay. Ja, ja, ich hab. Wo fliegen Sie hin? Darf ich einmal schauen? Sibiu, okay. Fliegen Sie nach Sofia? Sofia, ja. Ah, okay. Sie haben auch Gepäck aufgegeben, ja? Haben Sie Gepäck aufgegeben? Ja, bitte. Geht Sofia, bitte? Geht Sofia? Ich habe hier eine Großfamilie mit Gepäck. Die sind in ein, zwei Minuten bei euch. Sind jetzt alle durch? Ja. Ja? Die Dame noch? Nur vier Personen. Stehen die hier vorne direkt? Ja. Okay, gehen Sie bitte schon mal gleich durch, ja, zur 11. Ich hole die anderen. Von den Piloten ist jetzt guter Wille gefragt. Damit die Familie ihren Flug noch erreichen kann, musste die Fahrgasttreppe wieder angedockt werden. Okay, die haben wir auch geschafft. Auf dem Vorfeld überwacht Supervisor Jörg Tölke die Verladung des Gepäcks für einen Flug nach Tuzla. Wir haben hier teilweise Gepäckstücke, die sind zwischen 25 und 32 Kilogramm schwer. Das heißt, hier unten das Auflegen ist nicht das Schwierigste oder das Anstrengendste, sondern oben im Laderaum selber, wo wir vielleicht so eine Höhe von 1,20 Meter, 1,10 Meter haben, da die Koffer aus der Hocke, ich sage jetzt immer Tetris für Erwachsene stapeln, das ist schon sehr anstrengend. Am Anfang kam natürlich fern wir auf bei jedem Koffer, den man eingeladen hat, aber mittlerweile hat sich's gelegt oder ist ruhiger geworden. Da denkt man eher an die Passagiere, die landen. Da ist nämlich auch der Urlaub zu Ende. Das ist dann ist man ein bisschen beruhigter. Fast 90 Flugzeuge pro Tag starten und landen am Dortmunder Flughafen. Gut die Hälfte sind Kleinflugzeuge, deren Piloten und Fluggäste die Lage des Airports am Rande des Ruhrgebiets schätzen. Ihre Starts und Landungen müssen von den Fluglotsen in den Linienflugbetrieb integriert werden. Wizz Air 480 Dortmund Tower, hallo. Wind 210 degrees, 1 to knots, runway 24, clear to land.
Ein durch und durch analoges System verschafft den Fluglotsen zu jeder Zeit den nötigen Überblick. Auf diesen Kontrollstreifen stehen alle Daten drauf, die wir für die Flüge benötigen. Alle Luftfahrzeuge, die hier in Dortmund abfliegen, starten möchten, bekommen einen schwarzen Streifenhalter. Wir haben gelbe Streifenhalter für alle Anflüge über die farbigen Streifenhalter, über das, was wir eintragen und über die Art und Weise, wo und wie wir diese Streifen hinlegen, erschließt sich im Prinzip für uns das Verkehrsbild. Die Flugbewegungen der Bienen sind stark wetterabhängig. Und nicht nur das. Das Wetter hat auch Einfluss auf die Stimmung der Honigbienen. Letzte Woche hat es sehr stark gewittert. Das merken die Bienen natürlich auch, dass so eine ganz komische Atmosphäre herrscht und sind dann auch nicht ganz wohlgelaunt. Manchmal ist man ja auch selber nicht gut drauf, da liegt es an einem selber, man ist mal zu hektisch, da will man vielleicht schnell was machen und mal eben. Und das mögen die Bienen nicht. Die Bienen mögen es eigentlich, ne, wenn man ganz in Ruhe die Sache abarbeitet. Je mehr Hektik aufkommt, je unentspannter werden auch die Bienen. Die Imkerei am Airport lohnt sich. Bis zu 150 Kilo feinsten Dortmunder Flughafenhonig produzieren die drei Bienenvölker pro Jahr. Jetzt gucken wir mal in den Honigraum. Und hier haben die Bienen schon frischen Honig eingetragen. Ich denke, dass der in 2 Wochen reif ist zum Schleudern. Um Platz zu sparen, wurde unter dem Vorfeld des Dortmunder Flughafens eine Unterflurbetankungsanlage verbaut. Die Vorteile? Weniger Fahrzeuge auf dem Vorfeld. Das beschleunigt die Abfertigungsprozesse und senkt das Unfallrisiko. Jede Parkposition hat eine eigene Zapfsäule. Sie möchten 8 Tonnen haben, also stelle ich jetzt hier genau auf 8 Tonnen ein. Und sobald der Flieger die Zahl erreicht hat, das ist im Moment das aktuelle Gewicht, das möchte er haben, dann schaltet der Flieger automatisch die Betankung ab. Bei der Betankung arbeitet er alleine, allerdings nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt habe ich hier einen Totmann in der Hand. Das heißt, wenn mir was passieren sollte oder die Anlage hat plötzlich einen Leck, könnte ich den loslassen und innerhalb von 5 Sekunden und maximal 200 Litern würde ich die Anlage aufhören zu laufen. Bei aller Routine. Der Flughafen ist ein Arbeitsplatz wie kein anderer. Das Faszinierende halt ist, dass Flugzeuge, die mehr als 60 Tonnen wiegen, sich in die Luft bewegen können. Und dass wir halt ein Teil davon sind, dass sie sich nach oben bewegen. Das ist das Interessante und das macht es auch irgendwo aus. Planespotter Sascha Kamrau hat Glück. Seine Frau Annika hat für sein zeitintensives Hobby vollstes Verständnis. Hi. Hi. Hast du schon? Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die beiden habe ich noch nicht. Die eine in alter Lackierung, eine in neuer Lackierung. Und dann haben wir noch eine in neuer Lackierung ohne Sharklets. Also 3 Stück für die Sammlung neu dabei. Das kann sich sehen lassen. Hat's gelohnt heute. Eigentlich so, dass wir immer ein Hotel buchen, wo ein Flughafen in der Nähe ist. Und ich gehe dann meistens schwimmen im Pool und er liegt auf der Liege und fotografiert die Flugzeuge. Das ist das Optimale, wenn man das Hotel direkt am Flughafen hat und die Flugzeuge schön seitlich am Hotel vorbeifliegen in einer gewissen Höhe, das Licht, die Sonne auf der richtigen Seite steht. Das ist schon ein Traum. Pool, Flugzeuge, schönes Wetter, top Urlaub. Seit dem Ausbau des Dortmunder Flughafens ist er regelmäßiger Gast am Zaun der Landebahn. Wie die Kinder mit ihren Stickeralben sammeln viele Spotter Fotos, um sie anderen Flugzeugenthusiasten zu zeigen. Außerdem haben wir auch am Flughafen in Dortmund geheiratet.
Und hatten dann auch die Möglichkeit, aufs Vorfeld zu gehen. Und das ist unser ganzer Stolz, dass meine Frau in ihrem weißen Kleid und ich mit meinem Hochzeitsanzug im Cockpit eines Airbus A319 gesessen haben und da wirklich einmalige Hochzeitsfotos machen konnten. Für manche Leute mag es vielleicht andere Sachen geben, was als Traumhochzeit bezeichnet ist. Aber für uns, muss ich sagen, Traumhochzeit war es das. Vom Dortmunder Flughafen gehen Direktflüge in 17 Länder Europas. Der wachsende Markt der Low-Cost-Anbieter nach Mittel- und Osteuropa verlangt auch mehr Einsatz bei der Kontrolle des Gepäcks. Zwischen dem Entladen der Maschinen und vor der Gepäckausgabe im Terminal machen Zollfahnder Stichproben. Die Beamten möchten Drogenschmugglern auf die Spur kommen. Na, Cora, bist du fit? Cora hat ein ganz besonderes Gespür für Schnee. Mit ihrer Spürnase ist die Zollhündin schneller und besser als jeder menschliche Kollege, um Kokain und andere Drogen zu finden. Und hopp. Spürhunde, wie auch ihre Hundeführer, arbeiten bei der Untersuchung des Gepäcks im Schichtdienst. Der Hund ist auf Drogen ausgebildet und ich versuche den Hund jetzt an jedes Gepäckstück ranzuleiten, dass er die Öffnungen des Koffers abspüren kann und eben vermutete Drogen auffinden kann. Hier ist Cora nicht fündig geworden. Dafür gibt es nun ein Motivationsspiel. Sitz. In einer beißsicheren Röhre haben wir also 20 Gramm Haschisch verbaut. Kleine Löcher lassen den Duftstoff nach außen. Und der Hund soll diese jetzt natürlich im besten Falle erschnüffeln. Und dann kriegt er von mir die erwartete Belohnung. Ihr ausgeprägter Spaß am Spielen macht Cora zu einem erfolgreichen Ermittler. Cora ist ein sogenannter passiver Spürhund. Wenn sie etwas findet, verharrt sie, abwartend. Damit signalisiert sie, dass sie das Drogenversteck erschnüffelt hat. Jawohl, jawohl, fein, 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 fein. Ja, 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 ja. Auf Coras Spürnase ist Verlass. Und das wird belohnt. Für die Koordinierung aller Prozesse am Boden, auf dem Vorfeld und im Terminal, sind die Mitarbeiter der Verkehrsleitung zuständig. Dortmund ist ein Flughafen, der eine Größe hat, wo man noch fast jeden Mitarbeiter kennt, dass gute Zusammenarbeiten hier noch wunderbar funktioniert und es alles noch recht überschaulich ist. Die Gewährleistung eines sicheren und pünktlichen Abfertigungs- und Flugbetriebs hat für die Verkehrsleitung oberste Priorität. Wir hatten in diesem Jahr eine ganze Menge Bombenentschärfungen in der Stadt Dortmund, die auch den Flugbetrieb beeinträchtigen. Und dann hat man hier oben eine ganze Menge zu koordinieren. Manchmal ist dadurch der Anflug- und Abflugsektor bei uns gestört. Und dann haben wir hier oben die Verantwortung, das mit der Stadt so zu koordinieren, dass der Flugbetrieb so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Wir haben die Airlines zu informieren, mit den Airlines zu sprechen, ob wir den Flugbetrieb verschieben können. Und dann ist es doch hier oben eine Herausforderung. Auch für die DRF-Luftrettung liegt Dortmund günstig. Der Hubschrauber ist 100 Meter neben dem Terminal stationiert. Das Team besteht aus Notärzten, Rettungsassistenten und Piloten. Wir genießen Priorität, wenn es wirklich ein dringender Einsatz ist. Und wenn jetzt gerade ein Flugzeug da im Anflug ist oder so, kommt schon mal vor, dass der Tower den Flugzeug dann zum Durchstarten zwingt, dass wir Priorität genießen und die Bahn vor dem kreuzen können. Ja. Und dass keine gefährliche Annäherung kommt, wird das Flugzeug sozusagen in die Platzrunde geschickt. Von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang ist der Hubschrauber Christoph Dortmund einsatzbereit. Der Tag beginnt mit dem morgendlichen Check. Wenn ein Einsatz kommt, müssen wir innerhalb 2 Minuten in der Luft sein. Jeden Tag in der Früh müssen wir die Maschine einen sogenannten Vorflugcheck unterbreiten. Das heißt, wir müssen überall gucken, ob die Öle stimmen,
ob irgendwelche Kabeln lose sind, Heckrotor, Rotorblätter müssen überprüft werden. Das machen wir jeden Tag in der Früh und melden dann einsatzbereit. Sorry. Hier, lange nach Gummersbach. Gummersbach, 20 Minuten. Okay, ich sag dem Bescheid, wir heben gleich ab. Wir haben jetzt auch einen dringenden Primäreinsatz bekommen. Kind ist gestürzt aus ca. 4 Meter Höhe. So, jetzt müssen wir Gas geben. Durchschnittlich zweimal am Tag wird das Team der gemeinnützig tätigen Organisation zu Notfällen gerufen. Ausgestattet mit einer mobilen Intensivstation sind die Retter innerhalb von 2 Minuten in der Luft, um in diesem Fall ein Kind mit ihrer fliegenden Kleinklinik abzuholen und später mit der guten Nachricht zurückzukehren, dass alles gut gegangen ist. Der Dortmunder Flughafen liegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, nur 14 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Und ist mit dem PKW aus allen Richtungen zu erreichen. Dazu kommen die Airport Express genannte Busverbindung zum Hauptbahnhof und weitere Linien. Noch ein Manöver, dann heißt es für die Flugschülerin zurück nach Dortmund. Dann gehen wir jetzt nochmal rechts rum wieder auf Nordkurs. Ja. Auch wieder 45 Grad und Luftraum ist immer noch frei. Mhm. Und Gas geben, schön Gas geben. Und Nase hoch, Nase hoch. Hoch die Nase. Ja. Und okay. Ausleiten. Oh ja. Also rechts finde ich ja leichter als links. Echt? Linksrum hat aber besser geklappt. Mindestens 12.000 Euro kostet derzeit die Privatpilotenlizenz. Letzte Vorbereitungen für die Landung in Dortmund. So, da vorne ist die Schwelle. Das ist der schöne Zebrastreifen, den man da sieht. Auf dem wollen wir dann aufsetzen oder kurz dahinter. Mehrmals täglich kontrolliert der Verkehrsleiter vom Dienst alle Rollwege sowie die Start- und Landebahn. Wir haben jetzt 2060 Meter in Dortmund. Maximal landen kann ein Flugzeug mit 100 Tonnen maximalen Abfluggewicht. Und durch den Augenblick das Größte ist der Airbus A321. Wenn es dann gleich auf die Startlandebahn geht, achten wir ganz besonders auf Gegenstände, die auf der Startlandebahn liegen, eventuell auch Schrauben. Vor ein paar Jahren ist mal ein großes Unglück passiert in Paris mit der Concorde, weil ein Flugzeug vorher eine Schraube verloren hat, die in den Tank eingeschlagen ist und es gab eine Riesenkatastrophe. Damit das nicht passiert, werden die Kontrollfahrten mehrmals täglich durchgeführt. Turm oder 1? Oder eins steht an der Position 5, wird ganz gerne eine Kontrollfahrt durchführen. Oder eins hinter der Reihe, der bist du frei zum Rollhalt 06 über Alpha. Hinter der Reihe, ja, frei bis zum Rollhalt 06 Alpha, hinter. Wie auch die Piloten der Verkehrsflugzeuge muss Thomas Suhrmann zunächst eine Freigabe des Towers einholen. Erst dann kann er auf die Start- und Landebahn fahren und mit der Kontrolle beginnen. Frei auf der Piste bei Alpha, der Bodo 1. Bis jetzt sieht alles noch sauber aus hier. Nichts liegen geblieben, keiner hat was verloren. Die Leute, die Rasen gemäht haben, haben auch nichts liegen lassen.
Alles schön. So soll's sein. Wer es ein wenig exklusiver mag, kann von Dortmund auch mit dem gecharterten Privatjet starten. Den zeitsparenden und komfortablen Service schätzen besonders Prominente und Geschäftsleute. Die erfahrenen Piloten kennen die Wünsche ihrer Klientel. Die Geschäftsleute, denen geht es um Pünktlichkeit. Denen geht es darum, dass es schnell geht am Flughafen, dass man also keine Wartezeiten mehr hat, bedingt durch Slots, und dass sie halt schnell zu ihren Terminen kommen. Andere, die legen mehr Wert, ich sag mal, auf Bequemlichkeit, exzellentes Catering, Getränke und so weiter. Ob Fußballprofi, Hollywoodstar oder Topmanager. Wer genau den exklusiven Service nutzt, ist Betriebsgeheimnis. Eines der Hauptgebote der Privatfliegerei ist Diskretion. Die Geschäftsfliegerei in Deutschland hat also nicht den gleichen Ruf wie zum Beispiel in den USA. Es hat immer noch den Ruf, das ist so das Spielzeug der Geschäftsführer und Aufsichtsräte und so weiter. Und wenn man sich das mal genauer durchrechnet, kann man sehr wohl erkennen, je nachdem wie die Termine auch gelegt sind, dass es sehr wohl Sinn macht, mit einem Geschäftsreiseflugzeug diese auch wahrzunehmen. Im Flugsimulator üben die Privatjet-Piloten das richtige Verhalten in brenzligen Situationen. Aus ganz Europa kommen sie nach Dortmund, um hier zu trainieren. Denn regelmäßige Flüge im Simulator sind Pflicht. Das ist schon sehr realistisch, gerade auch beim Takeoff, wenn man die Gase reinschiebt. Man wird in den Sitz gepresst, wie es auch in dem richtigen Flugzeug ist. Und auch während des Fliegens, das Flugverhalten des Simulators ist einfach wie im realen Flugzeug. Und man hat in wenigen Sekunden vergessen, dass man in einem Simulator sitzt. Auch Sabrina Hillebrand ist als Pilotin für die Dortmunder Geschäftsflieger im Einsatz. Heute muss sie auf eine unvorhergesehene Situation korrekt reagieren. Der dritte Mann im Simulator ist der Instructor und Simulator-Techniker. Alle Szenarien, die der Pilot abarbeiten muss, kann ich von hier aus steuern. Ich kann ihm schlechtes Wetter geben, ich kann ihm Schnee geben, ich kann ihm Eis geben. Das sind Szenarien, die im wahren Leben entstehen können, die er dann nach Checkliste abarbeiten muss, um das Flugzeug sicher landen zu können. Okay. Wer zum Dortmunder Flughafen kommt, findet sich schnell zurecht. Kurze Wege und ein übersichtliches Terminal lassen Urlaubs- und Geschäftsreisen stressfrei beginnen. Hauptsächlich geht hier Kaffee. Ne? Wir fangen ja schon um 5 Uhr morgens hier an, Kaffee zu verkaufen. Und da will auch wirklich jeder zweite Gast Kaffee haben. Ne? Und dann geht es so langsam los mit den Bagels, ne? Dass sie was zu essen haben. Bagels kann man grundsätzlich frühstücken, kann man als Mittagessen nehmen, kann man als Abendessen nehmen. Also da, die laufen auch ziemlich gut. Palma, Bier. Es sind viele Menschen, die dann halt Deutsch gar nicht können und bei Englisch wird es dann schwierig. Ne? Und wir haben jetzt Glück, wir haben dann so die eine Mitarbeiterin, die kann Russisch und dann haben wir eine andere Mitarbeiterin, die kann Italienisch. Aber die sind halt dann auch nicht 24/7 hier und das gestaltet sich dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber mit Händen und Füßen funktioniert das und irgendwie kriegt man es halt doch hin, sich zu verständigen. 2000 Meter lang und 45 Meter breit ist die Start- und Landebahn, über die der gesamte Flugverkehr des Dortmunder Flughafens abgewickelt wird. Vögel sind hier nicht gern gesehene Gäste. So müssen regelmäßig einzelne Vögel oder ganze Schwärme vertrieben werden, damit es nicht zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb kommt. Oh.
Thomas Suhrmann ist nicht nur Verkehrsleiter, er ist auch Flughafenförster und Vogelschlagbeauftragter in Personalunion. Er kennt jeden Quadratmeter der größten zusammenhängenden Grünfläche Dortmunds. Durch Mähtermine und durch Schnitte dieser Grünfläche kann man halt hier diesen Lebensraum verändern. Und wir versuchen, den Lebensraum so umzustrukturieren, dass wir große Vögel aus dem Flughafenbereich rausdrängen, ihm die Nahrung verstecken mit diesem hohen Grasbewuchs, den wir hier haben. Und was die Großen blöd finden, das finden die Kleinen super gut. Alle Finkenvögel, die hier rumfliegen, die ernähren sich davon, sind aber kein Flugsicherheitsrisiko. Sie leben halt in den Bereichen, haben keinen großen Aktionsradius und kreuzen auch nicht häufig die Stadtlandebahn, was Große machen würden. Wenn das Rasenmähen nicht mehr funktioniert, haben wir die Möglichkeit, hier mit der Pyrotechnik die Vögel zu vergräben. Das hat ungefähr eine Reichweite von 50 Metern. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, die Vögel zu vergräben. Das sind die Heuler, Pfeifer und Knallpatronen. Ich kann es einmal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben häufig die Rabenkrähe oder die Saatkrähe hier am Platz. Diese Vögel haben ein Sozialverhalten, treten im Stadion mal auf. Und wir haben uns hier so eine Attrappe gebaut mal. Das ist einfach ein Tennisball mit einem Müllbeutel dran. Den schleudern wir hoch, wir schießen dann. Und die Rabenkrähe bekommt das eventuell aus dem Blickwinkel mit und denkt, da fällt einer runter, der sieht aus wie ich. Und bin ich vielleicht der Nächste. Und dann meiden die über Tage halt diese Fläche, wo das passiert ist. Ich kann es dir einmal kurz vorführen, wie das aussieht. Wenn man Erfolg haben will, muss man sich total in den Vogel hineinversetzen, wie der Vogel denkt, wie er reagiert und wie er auf Störungen reagiert. Die Attrappe, die ich jetzt wegnehme und Vogel die Federn hinnehme von dem Vogel, der Vogel wird das von oben aus sehen und er weiß ganz genau, dass hier ein Kollege gestorben ist und er wird diesen Bereich auf alle Fälle ein paar Tage meiden. Für ein Szenario, das hoffentlich niemals eintritt, trainieren die Privatjet-Piloten. Kurz nach dem Start brennt ein Triebwerk. Dortmund Tower. Star Trek 111 declaring an emergency. Right engine oil pressure. 30 Sekunden, jetzt vielleicht Feuerlicht ist aus. Right engine oil pressure. Experiencing right engine fire coming back visual pattern to land. Nach dem Löschen und Abschalten muss Sabrina Hillebrand nun mit einem Triebwerk landen. Also es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren, weil es besteht keine unmittelbare Lebensgefahr. Man braucht auch nicht hektisch die Schritte abzuarbeiten, sondern solange ja das andere Triebwerk noch ordnungsgemäß funktioniert, kann ich damit den Flug ohne weitere Gefahr fortsetzen. Das ist die Sicherheitsauslegung bei diesen Flugzeugen grundsätzlich. Und wir können jetzt auch ohne größere Schwierigkeiten mit dem zweiten Triebwerk wieder zurück zum Platz fliegen und landen. Gut 10 Minuten nach dem Start endet der Flug da, wo er begonnen hat, auf der Landebahn des Dortmunder Flughafens. Wir sind unten, alles super gelaufen, wir haben die Checkliste abgearbeitet, sauber und ja, sind sicher zur Landung gekommen. Es ist kurz vor 22 Uhr. Noch eine Landung, dann ist Feierabend. Die Rolldeckbefeuerung ist schon eingeschaltet. Der Fluglotse schaltet die Befeuerung der Rollwege sowie der Start- und Landebahn ein. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass bei einem Totalausfall zum Beispiel der Befeuerung Flugbetrieb nicht stattfinden könnte und auch nicht würde. Natürlich sind die Piloten hauptsächlich von ihren Instrumenten abhängig und Sichtflieger auch von der Optik. Aber in der Nacht ist es auch für ein Flugzeug, was nach Instrumentenflugregeln fliegt, nahezu unmöglich, auf einer völlig unbeleuchteten Piste zu landen. Die letzte Maschine ist im Landeanflug. Lichtsignale sind unverzichtbare Orientierungshilfen.
Die Präzisionsanflug-Gleitwinkelbefeuerung zeigt in unterschiedlichen Farben an, ob der Pilot zu steil oder zu flach anfliegt. Läuft es perfekt, sieht er zwei rote und zwei weiße Lichter. So ist auch der letzte Flug des Tages sicher auf dem Dortmunder Flughafen gelandet. Feierabend. Dieses Flugzeug wird erst am nächsten Morgen wieder starten. Tobias Pasing nutzt die betriebsfreie Zeit für eine Kontrolle der Befeuerung von Start- und Landebahn. Wir stehen am Anfang der Startbahn. Das Flugzeug dürfte ab hier schon starten, aber die roten Lichter bedeuten, dass ein landendes Flugzeug hier noch nicht aufsetzen darf. Das darf es erst dort, wo die roten Lichter zu Ende sind und eine grüne Kette und die Blitze zu sehen sind. Ab der grünen Lichterkette wechselt die Farbe der Randbeleuchtung auf weiß. Und weiße Lichter bezeichnen die Aufsetzzone. In diesem Bereich darf ein Flugzeug aufsetzen. Je früher, umso besser, umso mehr Fläche zum Bremsen bleibt. Und die weiße Mittellinienbefeuerung zeigt dem Piloten, hier ist er in dem Bereich, wo er gefahrlos aufsetzen kann. Hier ist auch zwischendurch mal eine Lampe kaputt. Dafür fahren wir, um das zu kontrollieren. Es gibt auch zusätzlich noch eine technische Warnung. Wenn zu viele Lampen kaputt sind, geht ein Alarm im Tower an. Aber wir gucken lieber nochmal selber, weil auch auf die Technik kann man sich ja nicht immer verlassen. Und jetzt mischen sich langsam in die Mittelbefeuerung hier wieder rote Lichter ein. Das zeigt dem Piloten an, auch bei Nebel, dass er sich jetzt dem Ende der Startbahn nähert und er tunlichst zum Stehen kommen sollte. Und gleich ist es komplett rot und dann weiß er auch, er hat nicht mehr viel Platz, um zum Stehen zu kommen. Ab hier haben wir jetzt komplett nur noch rote Beleuchtung und fahren auf eine rote, querleuchtende Linie von Befeuerung zu, die das Ende der offiziellen Landebahn anzeigt. Dahinter sind bei uns nochmal 60 Meter Platz als Sicherheitszone und danach ist Wiese. 0 Uhr. Feueralarm im Terminalgebäude. Achtung bitte, meine Damen und Herren. Aufgrund eines besonderen Vorkommnisses ist dieser Abfertigungsbereich zu räumen. Bewahren Sie Ruhe und unterstützen Sie Behinderte. Ladies and gentlemen, your attention. Einmal im Quartal werden alle Alarm- und Entrauchungssysteme einer Überprüfung unterzogen. Oberste Priorität hat dabei die schnellstmögliche Evakuierung. Das muss gewährleistet sein, dass Sie auf kürzestem Wege und schnell aus dem Gebäude raus sind. Der zweite Effekt ist, warum man diese Entrauchung so, warum man da so viel Wert drauf legt, ist, dass auch für die angreifende Feuerwehr dafür gesorgt wird, dass möglichst wenig Rauch im Gebäude ist, damit die Sicht gegeben ist und das entstandene Feuer natürlich auch schnell bekämpft werden kann. Achtung bitte, meine Damen und Herren. Und so geht ein Tag am Dortmunder Flughafen zu Ende. Bewahren Sie Ruhe und unterstützen Sie Behinderte. Schon in knapp 6 Stunden wird der erste Flug des Tages Richtung München abheben. Faszination Flughafen.